das plagt alle Narren sehr. Was neu ist, das ist ihr Begehren. Doch ist die Lust dran bald verloren und etwas anderes wird erfunden. Ein Narr ist, wer durchfährt viel Land und lernt nicht Tugend noch Verstand. Der als seine Gans geflogen aus und kommt als Kack ein nach Haus. Nicht genug, dass einer war vor dem zu Pavia, Rom, Jerusalem, sondern dort etwas gelernt zu haben. Vernunft und andere Weisheit sahen. Das heißt, ich erfand den Mut. Denn war von Kreuze auf sein Hut und könnte zu scheißen Karren fallen. So schätze ich doch nicht allein, dass du viel Land besuchst und sagst, wie die Kuh ohne Weisheit spaßt. Denn Wandern bringt nicht große Ehre, es sei denn, dass man klüger wäre. Hät Moses im Ägypterland, Daniel nicht erworben Verstand, als er war in Chaldea fern, man würde sie nicht also ehren. Manche kommt staubbedeckt zur Beicht, der rein zu werden meint, und geht doch wieder fort unrein und trägt am Hals den Müll.